Wir haben es gerade gehört, es wird kalt. Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz lassen trotzdem heute bei uns in der Sendung die Hosen runter und reden über Männerfreundschaft und was Nacktfotos mit erfolgreichen Kinofilmen zu tun haben. Sind wir sehr gespannt, freuen wir uns drauf, mehr heute in der Sendung. Herzlich willkommen damit zu Brisant. 14 Jahre für den sogenannten BVB-Bomber hat heute ein Gericht entschieden. Damit ist es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Die wollte nämlich lebenslang für den Mann, der auf die unglaubliche Idee gekommen ist, um mit BVB-Aktien Geld zu verdienen, Sprengsätze am Mannschaftsbus zu zünden. Ein Anschlag auf den Fußball, mitten ins Herz und heute dann die Entscheidung. Und weil diese Bilder heute so viele Menschen bewegen, irgendetwas geht gerade vor sich, und zwar vor der Küste Neuseelands, vor den Küsten könnte man sagen. Das sagt dieses Bild hier auf sehr traurige Weise. Es zeigt Wale, das zweite Mal, dass diese Tiere in wenigen Tagen in großer Anzahl angeschwemmt werden an die Küsten. Ein Anblick, der nicht nur denen, die hier dann mit Lappen und Wasser versuchen, Leben zu retten, das Herz zerreißt. Über alledem steht die Frage, warum, das treibt sehr viele Menschen um, warum verschwimmen sich Wale und das schon wieder. Wir schauen auf ein weiteres Urteil, über das heute gesprochen wird, der Fall Wirth. Im Juni 2015 war das. Da wird der Sohn des baden-württembergischen Unternehmers Reinhold Wirth entführt. Das ist ein Bild der Familie. Und der Kidnapper, der fordert damals die unglaubliche Summe von 3 Millionen Euro. Dann gibt es aber eine Panne. Die Geldübergabe scheitert, die Familie bangt und einen Tag später kommt dann die erlösende Nachricht, der Sohn ist gefunden, allerdings gekettet an einen Baum. Heute sollte der mutmaßliche Entführer verurteilt werden, doch der Prozess endete für viele anders als erwartet. Da also Freispruch. Wir schauen jetzt aber mal hinter dicke Gefängnismauern. Raus aus dem Gefängnis kommt man nicht so leicht, rein manchmal schon. Es geht uns jetzt aber nicht um die schweren Jungs, sondern um das, was eben so reingeschmuggelt wird in ein Gefängnis. Handys zum Beispiel, sehr begehrt. Und das ist für die Gefängnisse ein solches Problem, dass sie jetzt einen Profi einsetzen, der sie aufspüren soll. Und zwar ist das ein Profi mit sehr guter Nase. Und der darf jetzt erstmal in die Rente der Vorgänger. Wir gucken auf Nachrichten. In Mannheim ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Und die Sache ist nicht gut ausgegangen für ihn und wird ein Nachspiel haben. Spannende Frage. Jetzt kann man Glück kaufen. Glauben viele dran. Nicht das Lebensglück unbedingt, aber das Glück im Spiel ja vielleicht. Muss man doch nur oft genug setzen, dann klingelt die Kasse schon. Klappt auf jeden Fall einmal, klappt zweimal. Vielen geht dieses Gefühl dann nicht mehr aus dem Kopf. Spielsucht. Riesenthema. Wollen wir jetzt drüber reden. Hören wir gleich von der Sängerin Kerstin Ott, die ihre Spielsucht dann überwinden konnte. Und von einem Mann, der mit diesem Gefühl immer noch kämpfen muss. Kurz macht es glücklich, vielleicht sogar reich. Aber dann. Also sie ist vorangegangen, viele andere sind noch nicht so weit und es ist ein Riesenthema, mehr heute Abend auch dazu bei den Kollegen. Es wird auch darum gehen, wie die Branche eben versucht, mit Tricks an Vorschriften vorbei das große Geld zu verdienen. Mehr in Report Mainz, da sehen Sie nochmal die Uhrzeit 21.45 Uhr. Ja, was jetzt kommt, na, das sagt er am besten selbst. Hallo Leute, ich bin Max Giesinger und es gibt ein schönes Interview, das ich mit ARD Brisant geführt habe. Zieht's euch mal rein, tschüss. Ja, Chuck, dann machen wir das doch jetzt Brisant prominent. Meine Damen, vielleicht schicken Sie Ihre Männer ruhig jetzt noch mal an den Kühlschrank. Wir haben mehrere Argumente jetzt dafür. Ihn hier zum Beispiel, Max Giesinger. Das ist der mit den wuscheligen Haaren, bei denen meine Oma wahrscheinlich gesagt hätte, Junge, du musst dich doch noch kämmen. Die Mädels lieben aber, ja genau, das. Und natürlich seine vielen Songs, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Unsere Promi-Reporterin Susanne Kleen, die hat ihn getroffen. Die haben wunderbar gequatscht und haben sich unter anderem unterhalten über, ja, wie spannend, Liebesdinge hat der Mann überhaupt Zeit dafür? Na, da kommen jetzt bestimmt Bewerbungen bei diesem Augenaufschlag. So, wir bleiben bei den tollen männlichen Argumenten. 100 Dinge, auf die Sie nie verzichten würden. Welche fallen Ihnen da ein? Schokolade ist bei mir drunter. Und jetzt dann diese zwei hier auch noch. 100 Dinge, so heißt nämlich auch der neue Film von Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Und für die Werbung dieses neuen Films haben die Jungs alles gegeben. Man könnte auch sagen, sie haben alles weggelassen. Ja. Das Foto hätten wir da zum Beispiel. Fanden wir auch sehr spannend. Mehr davon gibt es im Film zu sehen. Und jetzt hier bei uns in der Brisant-Sendung. Im Gespräch mit den beiden jetzt über Dinge, auf die sie nie verzichten würden. Nackte Pos und Freundschaft. Jetzt mehr.
So, jetzt mal schön gerade stehen. Es sind Royals anwesend. Hier haben wir das aktuelle Familienfoto aus dem schwedischen Königshaus. Und die können gerade stehen und gerade sitzen. Mensch, ich weiß ja nicht, was Sie für Kinder kennen. Aber dass die so still sitzen können, Respekt. Noch ein sehr hübsches Detail haben Sie gesehen. Hier wurde quasi mit Lineal das Bild bemessen, damit ja niemand aus dem Rahmen fällt. Mal als Anregung fürs Familienfoto für Weihnachten. Das wäre drin. Apropos Kinder, Victoria und ihr Mann sind gerade für die gute Sache unterwegs. Und sie mussten nicht mal weit weg. Na, sind wir gespannt, was da noch kommt. Werden wir beobachten. Jetzt aber erst mal Schauspieler Will Smith und Rennfahrer Lewis Hamilton bei uns. Die werden gerade von Millionen Menschen im Netz gefeiert für so eine Art Fesselvideo, bei dem die beiden mitgemacht haben. Wie das jetzt klingt. Nein, wir sind das Erste, wir sind brisant, es ist lustig, hat sonst aber weiter keine Botschaft. Macht trotzdem Spaß. Ich glaube, jede Frau kennt die Frage morgens, was bitte schön soll ich anziehen? Wir haben zum Glück ein Fernsehstudio, wir haben ja jede Menge Schnittmuster, wie Sie sehen, aufgebaut. Dann passt es, denn wie oft hat man die Situation, man hat die Traumhose im Kopf, aber im Geschäft hängt sie einfach nicht. Für solche Fälle gab es Enne Burda. Die Frau hat Schnittmuster für Zeitschriften quasi wie erfunden, riesengroß gemacht und damit Millionen Frauen das Leben schöner gemacht. Über diese tolle Frau und ihr Imperium gibt es jetzt einen Fernseh-Zweiteiler. Und wir waren bei der Premiere. Wäre das auch geklärt. Wir gucken auf die Royals. Königin Maxima der Niederlande, die ist ja bekannt dafür, dass sie diese ansteckend fröhliche Art hat. Jetzt hat sie das mal wieder unter Beweis gestellt, hatte einen fröhlichen Lachanfall. Sehen wir gleich, aber erst mal zu den Royals nach Spanien und Dänemark. Wir kommen zu einer tollen Schauspielerin jetzt. Ihr privates Geständnis hat ganz viele Menschen schwer beeindruckt. Das war im März dieses Jahres. Da hat die Schauspielerin Marion Mitterhammer ganz öffentlich zum Thema gemacht, dass eben auch Frauen ganz dramatisch unter Haarausfall leiden können und dass auch sie betroffen ist. Damals ist sie so in die Öffentlichkeit gegangen. Das hat ganz, ganz vielen Frauen Mut gemacht und es gab riesen Respekt für diesen Schritt. Sie ist eine Frau, die grundsätzlich Power hat und viel Mut und sich immer was Neues vornimmt. Jetzt plant sie wieder etwas Großes. Das hat mit Kino zu tun und einem kleinen Ort. Das sieht nach viel Spaß aus. Wir geben jetzt ab und zwar an Janina Hartwig und Jutta Speidel. Die sind bei Kai Pflaume zu Gast. Wer weiß denn, sowas folgt jetzt im Anschluss. Und wir freuen uns auf Sie morgen wieder. Einen guten Abend von uns. Tschüss.